Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und Shoshida für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir von einem Event aus 10.1 bekommen können. Und zwar habe ich schon mal ein bisschen Glück gehabt hier mit dem Twink. Haben das schon einmal im Inventar und das schimpft sich einmal flammende Schieferschwinge Subjekt 01. Wo können wir das jetzt herkriegen? Wir befinden uns einmal hier in den Zaralek-Höhlen. Und ihr seht hier in der Mitte haben wir mittlerweile seit der zweiten Woche so ein Horn. Und das Horn ist jetzt hier ein Event, das schimpft sich Forscher unter Feuer. Und da haben wir jetzt hier das Titanen-Event. Es gibt auch nochmal so eins mit Ruinen, aber es scheint so, als ob das relativ gleich sein dürfte, welches von beiden am Start ist. Ihr müsst einfach gucken, wo das Horn quasi ist und dort startet dann das Event. Hier ist es übrigens so, dass ihr alle Stunde zur halben Stunde, also jetzt, ihr seht, bei mir ist gerade 22.30 Uhr, es hat eben angefangen, da spawnt es, das nächste wäre dann um 23.30 Uhr und so weiter. Also jede Stunde zur halben Stunde spawnt das Event. Und es funktioniert jetzt so, dass wir hier, ähnlich wie bei diesen großen Jagden, alle zu einem Abschluss von Aktivitäten kommen können und dementsprechend müsst ihr auch nicht in der Gruppe sein, ihr müsst einfach nur reinfliegen und könnt dann hier mitarbeiten. Theoretisch müsst ihr auch selber gar nichts machen, um am Ende die Belohnung zu kriegen. Es ist nämlich so, nachdem das Event durch ist, gibt es dann abhängig, wie viele Aufgaben man erledigt hat, verschiedene Beutel. Es gibt einen Epic-Beutel, es gibt einen blauen Beutel und es gibt einen grünen Beutel und dann gibt es am Ende noch weiße Beutel. Es ist jetzt so, dass man 10 Minuten lang hier einen Timer hat und in diesen 10 Minuten kann man Events schaffen. Insgesamt sind es 12 Events, die man abschließen kann. Man muss in den 10 Minuten 9 Events abschließen. Die letzten 3 Events sind dann nicht mehr auf dem Timer, die kommen am Ende zusätzlich dazu. Ne? Wenn man alle 12 Events abgeschlossen hat, kriegt man einen epischen Beutel, da ist halt am meisten Rufbelohnung drin, beziehungsweise auch hier diese Münzen und da kann unter anderem auch das Mount drin sein. Wenn man am Ende nur 9 abgeschlossen hat von den Aufgaben, also nachdem das komplette Event zu Ende ist, gibt es einen blauen Beutel, da kann übrigens das Mount auch drin sein. Und wenn man nur 6 abgeschlossen hat, dann gibt es, glaube ich, den grünen Beutel. Ne? Und sonst gibt es halt, wenn man die Events x-mal gemacht hat, also die kann man so oft machen, wie man will, ab einer gewissen Anzahl, gibt es dann nur noch weiße Beutel. Und da kann, soweit ich weiß, das Mount nicht drin sein. Also heißt, so ein bisschen müsst ihr hier schon was machen. Am besten habt ihr, nachdem ihr das Event hier abgeschlossen habt, 9 Aufgaben erfüllt, dann habt ihr auf jeden Fall den blauen Beutel drin und den könnt ihr euch dann quasi immer mal wieder farmen und dort kann auch das Mount immer drin sein. Ich habe auf Overhead gelesen, Leute haben teilweise beim 3., 4. Try in der Woche das Mount rausgekriegt. Ich habe es jetzt auf dem Twink hier beim ersten Beutel drin gehabt, habe jetzt insgesamt mit den Twinks 5 Runs waren es, also mit 5 Twinks habe ich es gemacht, war das Mount drin. Aktuell gibt es leider noch keine genaue Drop-Chance, heißt, man weiß jetzt noch nicht genau, wie hoch die Prozentchance ist. Sie scheint aber nicht so schlecht zu sein. Ne? Ich habe auch von anderen Leuten gehört, dass sie nach wenigen Tries tatsächlich das Mount schon drin hatten. Genau, das sind soweit die Informationen, die ich euch geben kann. Dann wünsche ich euch viel Glück beim Nachfarmen. Und wie gesagt, jede Stunde habt ihr eine Chance. Und ihr könnt auch die Twinks ein bisschen durchloggen. Es kann natürlich sein, dass es im Epic-Beutel eine höhere Chance hat als im blauen. Das wissen wir aber aktuell noch nicht. Gut, damit sind wir am Ende mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und das Mount müssen wir uns mal anschauen. Das haben wir jetzt fast vergessen. Lernen wir es einmal. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar haben wir hier Schieferschwinge. Das ist ja auch, naja, es ist quasi ein Rochen-Mount, ne? Die kennen wir ja schon aus anderen Expansions. Bloß halt hier jetzt ein bisschen in leuchtend gelb. Ha, ist ein relativ kleines Mount, muss ich sagen. Aber macht schon was her. Kann wahrscheinlich auch fliegen. Hier in Dragonflights können wir ja nur mit unseren Drachen rumfliegen. Leider nicht mit diesem Rochen. Aber ich vermute jetzt mal sehr stark, dass wir in der richtigen Welt oder hier in Azeroth an sich auf den anderen Kontinenten auch mit dem fliegen können. Schreibt mir es gerne in die Kommentare, falls ihr es schon ausprobiert habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.